Er wird natürlich seinen Prozess bekommen und dann werden wir auch darüber berichten. Marian Gold ist bei uns von Alpha Will. Guten Morgen. War Geld jemals ein Antrieb für euch, Musik zu machen? Eigentlich nicht. Also das war mehr so die, also dieser Wahnsinn und diese Lust, irgendwie Musik machen zu können und überhaupt Musik schreiben zu können. Also das war eine Sache, die ich mir lange Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte für mich selber. Ich wollte eigentlich Maler werden. Auch schon. Und habe auch ein paar Semester Malerei studiert und dann bin ich irgendwann auf die Musik gekommen über einen Freund, der, mit dem wir zusammen dann angefangen haben, unsere eigenen Stücke zu schreiben. Also wir haben nie Sachen gecovert von anderen Künstlern, sondern von vornherein irgendwie unser eigenes Zeug geschrieben. Und das liegt so viele Jahre zurück. Es gab ein großes Jubiläum, was ihr auch nur bedingt begehen konntet eigentlich, ne? Durch die Pandemie. Wie habt ihr es denn für euch gefeiert? Ach, also eigentlich feiern wir das, wenn wir auf Tour sind oder Konzerte geben, irgendwie immer nach dem Konzert. Für euch ist jeden Tag ein Jubiläum. Sozusagen, ja. Also das ist, es war jetzt, als wir ein Neujahr vor dem Brandenburger Tor aufgetreten sind, tatsächlich das 40-jährige Jubiläum der Band. Deswegen frage ich, wir waren ja alle live dabei und haben es gesehen. Ja. Und also genau an dieser Neujahrsnacht haben wir das erste Konzert in einer Diskothek im Forum in Enger. Das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Herford, wo ich herkomme und wo Bernd auch herkommt. Ja. Und das war unser erstes Konzert und das war da zu dem Zeitpunkt genau 40 Jahre her. Ja, und war es denn ein Gänsehautmoment für dich? Also wie gesagt, wir haben es ja alle gesehen und das war natürlich toll am Brandenburger Tor. Ja, es war also vorher und hinterher. Also wenn wir die Konzerte machen, dann sind wir alle fokussiert und konzentriert auf das, was genau in dem Moment passiert. Mhm. Aber natürlich war das für uns alle ein besonderer Moment, also für die ganze Band eigentlich. Und auch für uns vorm Fernseher und für die Menschen, die mit dir auf der Bühne standen, unvergessen, genau wie all die Hits in all den Jahren. Wir hören mal kurz rein und gucken auf das aktuelle Geschehen von Alpha Will. Da ist viel zu bereden und das machen wir gleich zusammen. Marian Gold und Alpha Will. Es ist Musik, die bleiben wird für immer. Forever Young von Marian Gold und Alpha Will, auch im neuen orchestralen Gewand, eine Hymne für die Ewigkeit. Das Original, beinahe 40 Jahre alt, ein Stück Musikgeschichte übrigens, das bis heute von vielen falsch verstanden wird. Es geht eigentlich bei dem Lied nicht darum, wie toll es ist, für immer jung zu sein, sondern das Lied stellt es eigentlich so ein bisschen in Frage, auch vom Text her, ob das wirklich so eine gute Idee ist. So stelle ich mir eigentlich die Hölle vor. Nicht in der Hölle, aber im ZDF. Der erste Auftritt von Alpha Will im Februar 1984. Heute ist es Alpha Will. Und das sind drei junge Typen aus Münster. Sie machen Elektropop, singen Englisch. Ihre neueste Single heißt Big in Japan. Und ich glaube, sie werden auch bald Big in Germany sein. Alpha Will im Strickpulli. Sie verkörpern das Lebensgefühl der 80er Jahre in der Zeit nach der deutschen Welle. Mit der ersten Single Big in Japan landen sie 1984 direkt einen internationalen Riesenhit. Ein Hit, der nichts mit Japan zu tun hat. Es handelt ja nicht von Japan, sondern handelt eigentlich vom Bahnhof Zoo. Es geht eigentlich um Heroinabhängige. So ein heroinabhängiges Pärchen, die versuchen irgendwie, von der Droge loszukommen. Garantiert nicht die Mode, aber das Genre Synthie-Pop wird von Alpha Will neu definiert und geprägt. Ihre Songs werden zu Klassikern, dem Synthie sei Dank, denn die drei Jungs sind musikalische Autodidakten. Weil wir eben auch keine Musiker waren, also eigentlich gab es durch diese Technologie, die es damals gab, auf einmal, dass es man zu einigermaßen günstigen Preisen Sequenzer, Rhythmusmaschinen, Aufnahmegeräte kaufen konnte. Mhm. Das hat Alpha Will eigentlich erst möglich gemacht.
Heute im Jahr 2023 verpackt Marian Gold, der letzte, der von der Originalbesetzung übrig ist, diese Klassiker zusammen mit dem Babelsberger Filmorchester in neue musikalische Beinkleider. Um Alpha Will wird es bereits Anfang der 90er Jahre stiller. Marian Gold macht immer weiter und auch in Zeiten medialer Abwesenheit ist Alpha Will immer präsent. Über die Jahre gibt es von ihren Songs massig Coverversionen. Der kommerziell größte Ritterschlag kommt zuletzt von den Megastars Beyoncé und Jay-Z. Aus Forever Young wird Young Forever. Musik für die nächste junge Generation, aber Forever Young, ewige Jugend, die gibt es nicht. Das weiß auch Marian Gold. Das geht so Mitte 50 geht es los, dass man irgendwie auf einmal merkt, ey, das funktioniert alles nicht mehr so gut. Man vergisst Sachen, man verträgt den Alkohol nicht mehr so richtig. Also ich finde es eine ziemliche Kacke. Forever Young ist eben eine Utopie und kein Versprechen, aber niemand kann so schön darüber singen wie Marian Gold. Wahnsinn, Trommelwirbel. Man mag nicht glauben, du hast gerade eben auch gesagt, somebody likes me up. Ja. Es scheint, als würde dich jemand sehr mögen. Ja, nee, die Musik ist einfach gut. Halten wir es mal so fest. Ja, also wir sind ziemliche Glückspilze. Wir haben ziemlich viel Glück gehabt irgendwie mit Alpha Will. Das sind sehr viele Dinge immer genau im richtigen Moment irgendwie zusammengekommen. Und also die sind auch nicht reproduzierbar. Oder wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste das jetzt reproduzieren. Also ich müsste jetzt noch mal so ein Stück wie Forever Young schreiben zum Beispiel. Das wäre Druck plötzlich, ne? Dann würde ich es verbocken. Weil ich meine, diese ganzen Funktionen, die dieses Stück hat, also sich das auszudenken, das geht gar nicht. Also das ist eben einfach so ein kreativer Moment, wo irgendwie alle möglichen Strömungen, Ideen oder so zusammenfließen. Nicht nur von mir, sondern auch von den anderen beiden. Wir haben das Stück ja zu dritt geschrieben. Sowas kann man nicht planen. Jetzt fand ich es aber immer wieder interessant, wenn du dann Künstler hast, die nach so vielen Jahren alle singen diese Hymne mit. Und du musst dich trotzdem nochmal erklären und sagen, Leute, dieser Song ist komplett falsch verstanden worden. Wann war es das erste Mal, dass du erklären musstest, worum es wirklich geht in dem Song? Ja, es geht um Vergänglichkeit natürlich. Es geht dieses existenzielle Bedürfnis von uns allen, ja, nach Ewigkeit und nach Unvergänglichkeit, und dass es gleichzeitig eben immer ein Wunschtraum bleiben wird. Wobei die Frage ist, und diese Frage wird ja in dem Refrain von dem Stück auch gestellt, ne, ob es wirklich ein guter Wunsch wäre, wenn man irgendwie ewig leben würde oder so. Und dieses Stück beschäftigt sich mit allen möglichen Aspekten dieser gedachten oder angedachten Unsterblichkeit, und es reduziert es eigentlich eben auf ganz bestimmte Momente, die Glück bedeuten. Okay. Und deswegen ist dieses Stück eben auch auf so viele unterschiedliche Weise interpretierbar. Also Leute spielen das auf Hochzeiten, auf Begräbnissen, auf Geburtstagen, also auf teilweise völlig unterschiedlichen oder gegensätzlichen Anlässen, und trotzdem hat das Stück zu all diesen Dingen irgendwie eine grundsätzliche Aussage. Und der Zeitgeist ändert sich ja auch, ne? Wir haben eben, als der Beitrag lief, gesprochen, 80er, 90er Revival, wenn man das Radio jetzt anmacht und durchspielt, es sind so viele Songs und Hymnen und Melodien zumindest in den Beats da, die, mit denen wir auch groß geworden sind. Also ich bin so ein 90er Kind, ich höre so viele Songs, wo ich meinem Sohn heute sage, du, dazu hat Mama die Nächte durchgetanzt. Ja. Jetzt hast du viele Kinder. Wie redest du mit den Kindern über die Musik, die ja auch leben, die dich als Vater kennen und mit der Musik natürlich auch durchs Leben gegangen sind? Naja, also für meine Kinder bin ich irgendwie der Musiker von Alpha Will, und die Musik als solche, ja. Also da haben wir noch nie drüber gesprochen, wie die eigentlich finden. Ich gehe mal davon aus, dass sie ganz okay finden. Oh, ich glaube, Lilly hat gestern angehört, die hat da schon eine klare Meinung dazu, oder? Aber wir reden eher über die Musik, die meine Kinder gut finden. Also die ich auch gut finde teilweise. Ja, und das ist bei dir ein neuer Einfluss von? Also ich habe jetzt eben Beyoncé und Jay-Z wiederum, die sich melden und sagen, okay, wir würden es gerne umtexten, den Refrain bzw. den Titel, aber wir bringen es auf die große Bühne. Was macht es mit dir, wenn du das dann so auf der Bühne hörst von Weltstars wie diesen? Also das ist ein irres Kompliment.
Also, und das ist genau das, was ich, also es ist ja nicht so, dass alle Welt nur Alpha Will Stücke covert, sondern wir oder ich als Künstler habe auch schon Coverversionen von anderen Künstlern gemacht, und das ist immer eigentlich so eine Art, ja, Liebeserklärung an den Künstler oder an die Komposition oder an den Interpreten, je nachdem. Und also ich habe zum Beispiel, eine meiner ersten Coverversionen war ein Stück von Bowie, das erste Stück, was ich von Bowie gehört habe, Five Years. Und natürlich wünscht man sich, Mensch, vielleicht hört er das ne, und findet es gut. Ja. Und so. Und also das ist ja so eine Art Liebesbrief. Ne? Und eben auch, also eine Wertschätzung, ja, denke ich mal. Also ich glaube, dass es ist natürlich auch immer eine, also gerade wenn man einen Welthit covert, ist es auch eine kommerzielle Überlegung, aber das ist auch völlig okay. Und gleichzeitig hat man aber auch die Situation, dass man, wenn man diese Songs auf der Bühne hört, eine neue Generation auch vor der Bühne steht und die wiederum dann auch sagt, wow, ich würde gerne den Retro-Song, den älteren Song mir auch nochmal anhören und dann auch mal in einer anderen Stimmung zu sein. Ja, ich habe einige Generationen schon vor der Bühne erlebt. Ja, und die tanzen Arm in Arm zusammen und sind auch melancholisch zugleich, weil eure Musik, auch das aktuelle Album mit 23 Songs, bietet so viel mehr. Sprechen gleich weiter und auch natürlich mit Ihren Zuschauerfragen. Gerne einklinken per E-Mail, per Facebook. Wir freuen uns sehr darauf und weißt du, wirst sie mit Herzen auch beantworten.